Into Worlds ist im gleichen Maße eine Ausstellung, wie es eine Konferenz ist. Wir nutzen eigentlich diesen wunderbaren Lichthof mit den angrenzenden Ausstellungsräumen, um so eine Bewegung herzustellen zwischen Vortrag, Ausstellung, künstlerischen Interventionen. Go ahead and just find a place to sit and close your eyes. I'm presenting a guided sensory activation that focuses on the eyes. A new kind of poetics and grammar have to be developed around immersion. Und insofern heißt Into Worlds, unterschiedlichste künstliche Welten zu bereisen, die eben immersive Erfahrungen bereithalten. We often think about stories as the thing that's the substance from which the film is made. As we move into 3D, it's more thinking about world building as the fundamental thing that we're doing. Der Zuschauer ist auch ein Mitproduzent. Die Dramaturgie der Konferenz ist, dass man zwischen den Räumen umherstreift, Künstlern zuhört und genauso Wissenschaftlern und selber im Equipment verschwindet, in der Klangkuppel oder eben unter diesen Virtual Reality Brillen. Der Tisch ist das Herzstück der ganzen Konferenz in der Form einer Achterbahn, als einem urimmersiven Modell eines Erfahrungsparcours, der kein Außen mehr zulässt. What happens when you're in a space where you cannot be outside of it? You're only inside the situation. There's no doubt that immersion is a narrative about the crisis politically in the world. It's a timely kind of theme to structure an event around. All das ist Teil eines Ausstellungskonzepts, was uns auch immer wieder reinholen will in bestimmte Erlebniswelten. Geistiger Art, aber eben auch ganz sinnlicher Art.